Ja, heute gibt es mal ein kleines, Review, Anschau, Video, nicht wirklich wahr, zu dieser Triumph Street Twin mit dem 900er Hightorque Motor. Das Modell ist aus der Bonneville-Reihe, hat AWS, wie man an den Sensoren an der Bremsscheibe sieht, vorne wie hinten. Was man gleich merkt, die Bremsscheibe ist links, und das habe ich festgestellt, wenn man das Motorrad mit einem Bremsscheibenschloss versehen will, ist das unpraktisch, weil es ist halt auf der unteren Seite. Wäre das auf dieser Seite, kommt man viel besser ran. Naja, zwei Krümmer und so, das Übliche bei der Zweizylinder-Reihenmotormaschine. Was mir halt natürlich aufgefallen ist, das hatte ich bei der Scramblers letzte Mal, du hast eine unheimliche Wärmeabstrahlung, wenn du damit im Stuttgarter Stadtverkehr rumfährst. Ist so extrem bei meiner Speed Triple gar nicht. Also das merkt man schon, das ist ein deutlicher Unterschied. Was allerdings bei der noch besser ist, die hat den normalen tiefen 2-in-2 Auspuff. Das ist deutlich angenehmer, als wie wenn du jetzt ein Rohr so am Oberschenkel hast. Da kommt halt nur die Hitze vom Motor. Bei dem anderen hast du noch die Hitze vom Auspuff, ja. Man sitzt erstaunlicherweise, ja, das habe ich festgestellt, recht niedrig, und ich bin drauf gesessen und denke mir beim Hochnehmen, hä, warum geben die mir bitte ein Kinderfahrrad? Also die Speed Triple ist da deutlich, sagen wir mal, von der Sitzposition erwachsener. Die ist halt deutlich niedriger, der Lenker ist ein bisschen höher. Das Ding ist deutlich, also vom Gefühl her, ob jetzt auf dem Blatt, leichter. Also es fühlt sich jedenfalls deutlich leichter an. Also wer es warm mag, klein ist und nicht so ganz so kräftig, für den ist das Motorrad durchaus zu empfehlen. Eigentlich so zum Fahren ganz nett, aber man merkt natürlich, das sind keine 140 PS wie bei der Speed Triple. Genau, ganz wichtig. Das Ding hat nur 5 Gänge. Ich, so auf der Autobahn vom Laden weg, stell fest, komisch. Ich könnte jetzt noch mal schalten und ich ziehe und stell fest, ja scheiße, da ist ja gar kein sechster Gang. Was der Scheinwerfer noch so ein Ding ist, du hast nicht wie bei der Speed Triple und Street Triple so ein LED-Tagfahrlicht, sondern du hast halt normales Abblendlicht vorne dauernd leuchtet. Was mir beim Fahren dann noch aufgefallen ist, dadurch, dass man tiefer sitzt und vielleicht die Fußrasten tiefer hat, hat man dann schon eher so die Angst, dass man die Fußrasten schleift, auch wenn da noch reichlich Platz da ist. Aber dadurch, dass man halt, klar, ist natürlich abhängig von welchem Motorrad man kommt, aber dadurch, dass man halt tiefer sitzt, näher am Boden ist, hat man schon so das Gefühl so, ui, gleich schleift's, auch wenn noch Ewigkeiten Zeit und Platz da sind. Aber ja, ist halt so ein Gefühl. Apropos Datenblatt, da ich jetzt auswendig die Daten nicht weiß. Ja, so, jetzt fahren wir mal ein bisschen und erzählen auch noch die technischen Daten, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, weil irgendwo im Video werde ich wahrscheinlich erwähnen, dass das Ding luftgekühlt ist. Es ist nicht luftgekühlt, es ist flüssigkeitsgekühlt. So steht es zumindest auf der Homepage. Aber der Motor hat halt so Kühlrippen, dass das hier so ein bisschen klassisch aussieht. Könnte natürlich sein, dass durch die Kühlrippen die Wärmeabstrahlung an den Fahrer besonders kräftig ist. Und ja, man da vielleicht ein bisschen mehr warme Luft abbekommt im Stand. Das Motorrad hat 55 PS bei 5900 Umdrehungen. Und ja, ist jetzt nicht die Wahnsinnswelt, aber ja, für den Stadtverkehr reicht das allemal aus. Dann hat das Motorrad auch noch 80 Newtonmeter bei, was waren es, 3200 irgendwas Umdrehung in der Minute. Hat jetzt aber irgendwie kein Drehzahlmesser, oder ich habe ihn nicht gefunden, aber das ist mir jetzt auch egal. Die Sitzhöhe sind 75 cm und ja, der Hubraum sind immer noch, was waren es, 900 Kubik. Und das ist hier die Bergheimer Steige. Und ich möchte eigentlich auf meinen Spickzettel gucken, aber geht gerade nicht so. Was das Gewicht angeht, das Teil wiegt trocken, wenn ich mich recht erinnere, 198 Kilo. Naja, 198 Kilo trocken ist natürlich relativ theoretischer Wert, weil tanken und Öl und so brauchst du dann natürlich auch noch. Und ohne nützt dir das Trockengewicht von 198 auch nichts. Also, naja. Ja, der Tank fast 12 Liter. Sieht gar nicht so aus. Ja, das ist mein Spickzettel. Der Verbrauch laut Norm sind 3,7 Liter auf 100 Kilometer. Ja,
Wir wissen, Normverbräuche. Der Preis dieses Fahrzeugs fängt bei 9.100 irgendwie Euro an. Dazu kommen aber natürlich noch die Fracht und die Zulassung, die bei irgendwas so 450 Euro liegen. Also ja, insofern relativ günstig das Fahrzeug. So viel erstmal aus fahrender Sicht. Ja, hier mal ein bisschen rumgucken. Was ist denn das hier? Sowas, was hat man denn hier vergessen? Unglaublich. Naja, wenn also sowas findet, dann ich. Wer das Motorrad sich jetzt genauer anschauen will, ja, kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. Da soll ich auch einfach nur Probefahrt machen. Probefahrt machen ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt sage, das Motorrad sieht super toll aus, ich kenne es nur vom Prospekt, ich kenne es nur von Internetseiten, von Videos und sagen, alle, das ist total geil. Und dann sitzt du dich drauf und denkst dir, Alter, was ist das für eine Grütze? Ja, genauso wenn ich jetzt hier mich draufsetze, der Sitz ist total nah am Fußboden, am Teppich hier. Ich muss den Teppich mal rasieren. Und kannst ja auch nicht aus dem Katalog kaufen, Motorrad. Also Leute, hier nicht rummotzen, hier von wegen, ich habe keine Ahnung von dem super geilen Motorrad. Selber fahren, ja. Ich verkaufe euch das Motorrad nicht. Ihr müsst das selber dann nachher kaufen und selber noch bezahlen und selber nachher noch fahren. Ja, also wenn ihr da hier eine perfekte Empfehlung haben wollt. Leute, ihr müsst das Ding fahren, nicht ich. Ich bin mit meiner Speed sehr zufrieden und ja. Okay, mal so ganz fies jetzt so. Geschenkt würde ich die Street Twin hier nehmen, aber gegen meine Speed Triple würde ich sie nicht eintauschen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich bin jetzt vorher ein Stück im Stau gefahren. Du sitzt so ein paar Zentimeter niedriger, aber du hast dann den großen Nachteil, du kannst halt nicht über den Lenker, also nicht über den Lenker gucken. Natürlich kannst du über den Lenker gucken, fuck ey. Nee, aber du kannst halt nicht so wirklich nach vorne rauspeilen. Das ist das Problem. Da wäre natürlich eine Tenerie viel praktischer. Tacho, was soll ich euch da zeigen? Ja, das Ding hat hier noch hier so die ollen altbekannten Anzeigen halt, ne? Kette, genau, Kette, das muss man auch mal beachten, ist halt, viel Spaß beim Kette putzen. Ja, also du hast halt den Auspufftopf voll vor der Bürste, ja, ist natürlich auch ganz geil, ja. Wie sollst du denn da die Kette sauber kriegen? Ich muss den Kettenschutz abmachen, Junge. Und das Rücklicht, naja gut, das ist, das ist ja auch noch Plastik. Meine Fresse. Also, Umbaupotenzial, genau. Das ist jetzt auch schwer nach Plastik. Ah, Blech. Naja, so elastisch. Das ist Kunststoff. Ja, okay. Der Sitz ist relativ hart. Ja, so kleiner Zwischenbericht auf der Autobahn zum Händler. Das Motorrad zurückbringen. Ja, ich habe gerade irgendwie nach ein paar Kilometern festgestellt. Naja, auf der Autobahn der Sitz. Oh. Alter, der Sitz ist, naja, gelinde gesagt, also wenn man drauf sitzt, am hinteren Gesäßbereich, so ein bisschen Gekribbel, Taubheitsgefühl, so irgendwie, also wie wenn man einfach zu lange auf dem Arsch sitzt. Das sind so Dinge, ja, das sind so Kleinigkeiten, wo du dich fragst, ah, da kann man den Scheiß nicht schöner machen, besser, angenehmer, komfortabler. Und es kostet noch nicht mal mehr, wenn du das Sitzpolster ergonomischer formst, ja. Die Spritzform, die ist genauso aufwendig, ja. YMCA. Wenn man jetzt die Frage hat, Street Twin neu oder Speed Triple oder Street Trip gebraucht, würde ich eher sagen, kauf dir die Triple gebraucht. Außer, ja gut, du bist so kurzbeinig, dass du so eine niedrige Sitzhöhe brauchst, ja, oder du dir ist kalt ständig im Hochsommer, dann brauchst du unbedingt so einen abstrahlenden Motor. Da kannst du dir doch eine Scramble-Auspuffanlage machen, hast auch noch einen schönen warmen Oberschenkel oder Unterschenkel und so, ja. Aber ich weiß nicht. Naja, okay. Wir kürzen das Video einfach jetzt mal ab, bevor ich mich beschwer über die Farbe schwarz. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal, wenn euch dieses Video in entferntester Weise geholfen hat. Ob es euch jetzt vom Kauf dieses Motorrads abgehalten hat oder dazu angespornt hat, sei dahingestellt. Aber ganz wichtig ist,
Probefahrt machen, weil vielleicht finde ich das Motorrad ja total unpassend für mich. Aber ihr seid total happy damit. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ach du meine Scheiße.